So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke und das wird eine kleine, richtig mini-mega-Folge, alles gleichzeitig, denn eben hat's geklingelt, obwohl es gar nicht geklingelt hat. Irgendwie hat's im Flur rumgeraschelt die ganze Zeit. Ich habe dann geguckt, ich habe eine E-Mail gekriegt, Paket wurde zugesandt und ich habe gedacht, hä? Ich habe ja gar nichts bestellt, aber ich wusste, ich warte theoretisch auf was, wo ich immer noch nicht wusste, von wem es ist. Jetzt habe ich die Tür aufgemacht und mitten im Türspalt lag dieses Amazon-Paket, ja. Ich habe gedacht, warum ist es denn so fett? Ich dachte erst, die haben das in den Briefkasten. Wenn du jetzt hier reinguckst, hast du hier einen Briefumschlag drin, ne? A surprise, lassen Sie sich überraschen. Öffnen Sie zuerst Ihr Geschenk, danach diesen Umschlag. Das heißt, wir gucken mal in den Umschlag und sehen, da ist ein Zettelchen drin. Ein Zettelchen. Und das habe ich bisher noch nie gehabt, komischerweise. Denn wenn man was bei der Amazon-Wunschliste bestellt, Link in der Beschreibung, dann kann man ja irgendwie eine Botschaft mit hinterlassen oder sich irgendwie bemerkbar machen. Bisher war das aber immer so, wenn Leute was von der Wunschliste bestellt haben, du wusstest gar nicht, wer das bestellt hat, weil irgendwie nichts dabei war. Jetzt hast du einen Umschlag dabei, du hast einen Zettel dabei, da steht ein Text drauf und dann hast du gleichzeitig hier drin so eine Tüte, ne? Hier ist so ein richtigen Nikolaus-Sack, habe ich glaube ich auch noch nicht gesehen, weil irgendwie das bisher keiner als Geschenk verpackt hat oder irgendwas. Dann machst du das auf, da in diesem Sack hast du plötzlich Pokémon leuchtende Perle. Guck dir das an. Alle warten drauf, am 19. ist das Release-Datum. Der 19. müsste morgen sein, der Freitag. Heute ist Donnerstag. Amazon hat mir schon das gegeben. Eigentlich wollten wir heute Abend nochmal Let's Go Pikachu spielen und ein bisschen durch die Gegend steppen. Ich glaube, ich werde natürlich direkt das heute Abend einlegen und mir mit euch angucken. Und hier ist auch ein Zettel dran, wie bei jedem Weihnachtsgeschenk natürlich. Hast du sehr verdient. Oder warte mal, wir machen es anders. Weil hier steht ja das gleiche wie dort. Das halte ich euch rein. Das werdet ihr sicherlich nicht erkennen. Und ich lese hier vor. Ein Gruß von iScorpions. Hast es sehr verdient. Man merkt, dass dir das YouTube-Game Spaß macht. Du tust viel für deine Zuschauer, also kann man für dich auch was tun. Außerdem kommt es uns ja auch zugute, wenn du es spielst. Grüße iScorpions. Grußnachricht zu Pokémon Leuchtende Perle Nintendo Switch. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Wie gesagt, wir wussten überhaupt gar nicht, von wem das jetzt nun ist. Denn im Stream, als es um Leuchtende Perle ging, da ging es einfach irgendwie, ja, ich bin der Tobi, pack mal das da rein, das bestelle ich dir. Ja, ich bin der Fritz, pack's rein, ich bestell's dir. Oh, wie gesagt, das musste nur einer bestellen. Ich hab's reingepackt, es war direkt gekauft. Und Tobi sagt, ja, er konnte es nicht kaufen, es war schon weg. Also bin ich immer davon ausgegangen, dass es dann der Fritz gekauft hat. Jetzt letztens hat sich Zockermaid gemeldet und gesagt, ja, sie hat da dieses Spiel aus meiner Wunschliste bestellt gehabt. Bin ich davon ausgegangen, dass das also von ihr ist und nicht von den beiden. War wiederum falsch, weil sie hat Legenden Arceus vorbestellt. Und das hatte immer noch keinen Abnehmer. Jetzt, dadurch, dass aber da eine Nachricht dabei ist, man das eben sieht, weiß man ganz genau, das ist von iScorpions. Und der ist ja auch immer grün dabei. Der ist immer im Chat, der ist immer in den Streams. Finde ich richtig stark. Dankeschön. Ich werde mir das reinziehen. Ich bin gespannt, wie das ist. Mit Let's Go Pikachu hatte ich eine Menge Spaß und ihr wohl auch. Das scheint jetzt wieder ganz anders zu sein. Arceus scheint auch wieder ganz anders zu sein. Aber wir wissen wenigstens jetzt, von wem es ist. Das Rätsel ist gelöst. Und heute Abend, wer da Bock hat, ich denke mal so ab 20.15 Uhr, da werden die Filme kommen. Aber ich glaube, es gibt eh keine Filme mehr auf der Welt. Außer auf Netflix, Amazon Prime, sowas. Werden wir vielleicht da mal reinschauen. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und Grüße an iScorpions und Grüße an Adischatz. Ja gut, der liegt da hinten. Ich glaube, das war's. Tschüss.